Schwäbischen Gardinen. Euer Podcast für die spektakulärsten Kriminalfälle der Region. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Heute beschäftigen wir uns mit einem Fall, der vor rund 10 Jahren passiert ist in Augsburg. Am 28. Oktober 2011 wurde der Polizist Matthias Fied erschossen im Siebentischwald. Er war mit seiner Kollegin in einen Hinterhalt geraten. Darüber spreche ich heute mit meinen Kollegen Holger Sabinski-Wolf und Jörg Heinzle. Hallo. Hallo. Hallo, grüß dich. Wenn ich Sie kurz vorstellen darf, Holger ist der Leiter der Bayern-Redaktion und Jörg der stellvertretende Leiter der Stadtredaktion. Und mein Name ist Ina Marx, ich bin Gerichtsreporterin in Augsburg. Jörg, ich fange mal bei dir an. Du bist am frühen Morgen, es war fast noch Nacht, rausgeklingelt worden, glaube ich, und bist dann in die Nähe des Tatortes gefahren. Vielleicht kannst du mal schildern, wie das damals war. Ja, es war so gegen kurz vor 6 Uhr morgens, da habe ich einen Anruf bekommen und bin dann sofort aufgestanden und ohne noch groß irgendwas zu machen aus dem Haus und Richtung Siebentischwald, weil man eben wusste, da ist ein Polizist getötet worden. Mehr war zu dem Zeitpunkt auch nicht bekannt. Und es war da draußen dann wirklich eine sehr gespenstische Stimmung eigentlich. Auch irgendwie hat man sofort gefühlt, da ist jetzt irgendwas Besonderes passiert, was also wirklich Außergewöhnliches. Es war sehr neblig an diesem Morgen, es war stockfinster noch. Man hat die Hand fast vor Augen nicht gesehen. Und es war dann aber auch schon so, dass wirklich überall von allen Seiten sind Polizeifahrzeuge in diesen Wald gefahren, Blaulicht, ein riesiges Aufgebot, das sich da dann eben versammelt hat. Man hatte auch das Gefühl, es war zu der Zeit auch die Lage noch etwas unübersichtlich, also wirkliche Absperrungen oder irgendwie eine größere Koordination konnten wir jetzt von außen noch nicht feststellen. Da musste man sich natürlich bei der Polizei auch erstmal sammeln und diesen Großeinsatz hochfahren. Ja, und was auch für mich immer noch so im Kopf ist, ist dieses Bild von diesem im nebligen Hochhaus, den man fast nicht sieht. All diese Bilder, die sind schon noch sehr präsent bei mir. Wie ist es eigentlich, vielleicht kannst du das mal kurz erklären den Zuhörerinnen und Zuhörern und auch mir, wie bekommt man denn Wind von so einem Verbrechen? Das sind jetzt natürlich die Dinge, über die spricht man gar nicht so viel. Da gibt es natürlich halt schon den einen oder anderen, der einem das dann vielleicht sagt. Und die Informationen hat man dann eben und nutzt sie. Wer das dann einem sagt, das sollte man tunlichst nicht verraten. Okay, dann wollen wir dies an dieser Stelle auch nicht tun. Wir haben noch mit jemandem gesprochen, beziehungsweise du, Jörg, hattest mit Bernd Weizmann noch gesprochen. Bernd Weizmann war zu dieser Zeit der stellvertretende Chef der Polizeiinspektion Augsburg Süd und hat dir gegenüber in einem Interview auch so die ersten Stunden vor Ort geschildert. Und in dieses Interview hören wir jetzt mal rein. Mitten in der Nacht, gegen 3 Uhr, ein Anruf bei mir zu Hause. Ich habe das Telefon nicht gehört, ich habe gut geschlafen, meine Frau ist aufgestanden, hat mir das Telefon gegeben. Der damalige Dienstgruppenleiter meiner Dienststelle hat mich angerufen, hat gesagt, Kollege ist erschossen worden, ein sehr kurzes Gespräch. Kollegen sind schwer verletzt teilweise, aber auch getötet worden. Und aufgrund dessen, auf diesem kurzen Gespräch, bin ich dann sofort losgefahren mitten in der Nacht. Also rausgeworfen worden aus dem Bett mit einer absolut traurigen Nachricht, erschreckenden Nachricht und dann auf die Dienststelle gefahren nach Augsburg. Auf der Fahrt zur Dienststelle 1000 Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Was erwartet einen? Was ist passiert? Was sind die Folgen davon? Aber alles ohne Ergebnis. Ganz persönliche Eindrücke von mir in der Nacht. Ankommen auf der Dienststelle und dann einfach die nächsten Informationen einholen. Tatsächlich Kollege Matthias Fied erschossen, tödlich getroffen, eine weitere Kollegin damals zu dem Zeitpunkt schwerst verletzt, Täter flüchtig, mitten im Siebentischwald, Nacht. Wir müssen absperren, wir müssen suchen, wir wollen versuchen, den Täter, die Täter festzunehmen. Herr Weizmann hat es gerade geschildert. Der Siebentischwald ist ja jetzt eigentlich wirklich ein idyllischer Fleck, ein Ort, wo die Menschen, wo die Augsburger sich gerne aufhalten in ihrer Freizeit. Und da passiert dann so ein entsetzliches Verbrechen. Ich kann mich selber noch erinnern, hat schon auch für Unsicherheit in der Stadt gesorgt. Man konnte diese Unsicherheit spüren. Die Leute haben sich gefragt, was ist da los? Was ist genau passiert? Besteht da noch irgendwie eine Gefahr, weil die Täter oder der Täter unterwegs ist? Wie hast du das damals wahrgenommen, Jörg?
Ja, also dieses Gefühl, nicht genau zu wissen, was da jetzt eigentlich los ist, das habe ich in den frühen Morgenstunden damals schon auch wahrgenommen. Und es ging ja im Grunde genommen der Polizei auch so. Also so viele Informationen gab es zu diesem ersten Zeitpunkt ja bei der Polizei auch nicht. Die wussten eben, wie es der Herr Weizmann eben jetzt vorher ja schon geschildert hat, die wussten, wir haben einen toten Beamten. Wir haben dann, das hat sich dann eben rauskristallisiert, zum Glück eine leicht verletzte Beamtin. Und sie wussten, dass da zwei Männer sind mit einem Motorrad. Das Motorrad lag dann ja am Tatort. Zwei Männer, die offenbar zum Äußersten bereit sind, die bereit sind, kaltblütig einen Polizisten zu ermorden, im Zweifel auch mehrere. Und man wusste, diese Männer sind auf der Flucht. Und es war aber völlig unklar, zumindest zu diesem Zeitpunkt, sind die jetzt noch im Wald? Verstecken die sich irgendwo? Haben sie es schon geschafft zu entkommen? Wenn ja, in welche Richtung? Wo sind sie? Wenn man den Wald kennt, und viele Augsburger kennen ja, weil es ja auch wirklich, wie du sagst, ein sehr beliebtes Ausflugsgebiet ist, dann weiß man, da grenzt dann schon auch unmittelbar direkt Wohnbebauung an. Es hätte ja auch sein können, die haben sich in irgendeiner Gartenlaube versteckt, die sind irgendwo jetzt, und natürlich brandgefährlich dann, weil man einfach wusste, wer große Waffen bei sich hat, wer sowas tut, der ist zum Äußersten bereit. Ja, also so habe ich das an dem Tag wahrgenommen. Und auch man hat das auch gemerkt, Menschen, die da am Hochablass unterwegs waren, an dieser Kanustrecke, die man ja auch kennt, da war auch bei den Passanten, bei Unbeteiligten einfach so eine Betroffenheit zu spüren. Und die hat auch in der Stadt angehalten. Also das war schon sehr eindrücklich, ja. Ja, wir waren damals alle betroffen. Kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Du hast auch im Vorfeld unseres Podcasts mit Klaus Beierl dich unterhalten. Er war damals der Chef der Augsburger Kriminalpolizei und auch er erinnert sich an den Tag des Mordes. Ja, ich war im Urlaub zu dieser Zeit im Spreewald mit dem Wohnmobil und habe dann nachts um, war nicht mehr genau, 3 Uhr vom Dienstgruppenleiter des Kriminaldauerdienstes angerufen worden, dass es diese Schießerei gegeben hat, dass ein Kollege getötet wurde. Und bin dann sofort noch in der Nacht nach Augsburg gefahren und wir haben dann um 14 Uhr die erste Sitzung mit der Sonderkommission gehabt. Die Sonderkommission, von der Herr Beierl gerade erzählt hat, Jörg, die war ja sehr groß, ich glaube zeitweise mit mehr als 60 Beamten. Wie muss man sich die Arbeit einer SOKO vorstellen? Ja, also eine Sonderkommission wird immer in den Fällen gegründet, die außergewöhnlich sind, wo man schon im Vorhinein einfach weiß, das wird uns jetzt viel Arbeit machen, aus verschiedensten Gründen. Und das kann man in der normalen Struktur, die so eine Kriminalpolizei hat, nicht abarbeiten. Da braucht man einfach viel mehr Beamte. Man kann sich das nicht so vorstellen, wie man es aus einem Tatort kennt, dass da irgendwie zwei Kommissare durch die Gegend ziehen und da relativ hemdsärmlich Leute befragen, sich umschauen und am Ende den Täter irgendwo rauszerren. Sondern in Wirklichkeit läuft es ganz anders. Da läuft es hochstrukturiert ab. Da gibt es auch genaue Pläne, auch schon im Vorgriff, wie man sowas machen muss. Das wird auch immer wieder geübt. Und die Struktur, die wird dann hochgefahren. Und in dieser Struktur wird dann ermittelt. Also da gibt's dann Beamte, die wirklich für einzelne Bereiche zuständig sind. Da werden dann einzelne Spuren verfolgt. Und man muss ja auch bedenken, das muss alles registriert werden, das muss alles aufgeschrieben werden, das muss alles nummeriert werden. Und es ist jetzt nicht nur Bürokratie, sondern es geht ja auch darum, so ein Fall wird in der Regel nicht irgendwie wild draußen gelöst, sondern so ein Fall wird oft auch gelöst, indem man sich diese Dokumente, diese Akten nochmal und nochmal vornimmt und nochmal durchschaut und schaut, gibt es da irgendwas, was wir übersehen haben, gibt es irgendeine Unstimmigkeit. Und so muss man sich das vorstellen, diese SOKO, in diesem Fall hieß die dann Spickel, die hat eigene Räume bekommen in einem eigenen Gebäude, da hat man dann alles mit Computern ausgestattet, mit Schreibtischen und die SOKO hat dann schon am Nachmittag des Tattags die Arbeit aufgenommen. Und hat dann auch schnell begonnen. Also es gab dann auch schnell erste Festnahmen. Man hatte erste Verdächtige. Es gab zum Beispiel Leute, die morgens irgendwie, die in der Nacht auf dem Heimweg waren durch den Siebentischwald, die beispielsweise irgendwie im einen Stadtteil, also in Hochzoll, beim Feiern waren und zurück mussten und die Abkürzung durch den Wald genommen haben. Da hat man, das weiß ich, unter anderem einen dann aus dem Wald gezogen. Der ist wohl auch noch gestürzt mit dem Fahrrad und sah entsprechend verdreckt aus, was natürlich sehr verdächtig war. Man hat dann auch Hinweise schon am Tag der Tat verfolgt auf bestimmte Fahrzeuge. Man hat dann unter anderem in Österreich ein Fahrzeug gestoppt mit Augsburger Kennzeichen und da mussten dann zwei Leute, die das Fahrzeug gefahren haben, in Haft. Kurzzeitig hat man dann wieder entlassen, weil man gemerkt hat, die haben damit nichts zu tun. Also das
war schon von Anfang an ein sehr großer Ermittlungsaufwand. Ich weiß auch, man hat Krankenhäuser abgefragt, ob Leute mit Schussverletzungen im Krankenhaus angekommen seien. Man hat da alles versucht. Es war zum einen dieser Großeinsatz mit ganz vielen Beamten und dann parallel hat man begonnen, eben diese Soko hochzufahren und auszustatten. Also man hat gleich alles in Bewegung gesetzt sozusagen, wie du das jetzt gerade geschildert hast. Ich denke mal auch, die werden mit einem großen Druck auch arbeiten. Trotzdem kamen die Ermittlungen zunächst gar nicht so voran oder zumindest war das der Eindruck. Ja, also es gab dann im Laufe der Zeit wohl, es ist mal die Rede gewesen, von 800 bis 900 einzelnen Spuren, die man nachverfolgt hat. Ganz viel auch zu diesem Motorrad. Also die Männer waren, die beiden Männer, man wusste es zu dem Zeitpunkt nicht sicher, man ging aber immer von Männern doch aus, aufgrund dessen, wie sie sich auch bewegt haben und wie der Eindruck war. Die beiden Männer waren ja mit dem Motorrad unterwegs, das lag am Tatort, das hatten sie zurücklassen müssen. Vermutlich sind sie gestürzt und dieses Motorrad, das war natürlich was die Polizei sehr beschäftigt hat, weil darüber hat man sich erhofft, irgendwelche Rückschlüsse ziehen zu können. Das war in Ingolstadt gestohlen worden, hatte gefälschte Kennzeichen und da gab es unzählige Hinweise und Spuren. Aber das hat alles nicht weitergeführt und es war schon so, dass die Ermittler Druck gespürt haben. Allerdings, das sagt auch der Herr Bayerl, der damals eben die Ermittlungen geleitet hat, der sagt auch, der Druck von außen, das war gar nicht so schlimm. Den Druck, den macht man sich selber und das hat er uns auch erzählt. Den macht man sich selber, da braucht keiner Druck machen. Also man kann da völlig frei arbeiten. Ich habe immer meinen Präsidenten und meinen Vizepräsidenten und informiert, selbstverständlich. Aber den Druck braucht uns keiner machen, den hat man selber. Also in dieser Zeit habe ich vielleicht, wenn es hochkommt in der Nacht, 3 Stunden schlafen bis zum Ende der Soko, also über fast 10 Wochen. Unsere Zeitung hat ja damals eigentlich täglich über die Suche nach den Tätern berichtet, aber irgendwann ließ die Berichterstattung auch nach, nicht weil wir nicht mehr wollten, sondern einfach, weil es nichts Neues mehr gab. Dann aber 2 Monate nach dem Mord und kurz vor Weihnachten kam die Nachricht, es sind 2 Verdächtige festgenommen worden, Holger. War dies überraschend? Hatte man damit gar nicht mehr gerechnet? Ich hatte immer damit gerechnet, dass die Augsburger Kripo die Täter irgendwann finden wird. Der Zeitpunkt kam aber dann natürlich überraschend, wie du schon sagst. In Wochen zuvor war es ein wenig ruhiger geworden, man hat überhaupt nichts gehört. Nach außen hin, die Spekulationen sind auch ein bisschen ins Kraut geschossen. Wer könnte dahinter stecken? Es gab so Gerüchte halber, vielleicht hat irgendwie eine Russenmafia was damit zu tun. Vielleicht sollte ganz bewusst ein Polizeibeamter getötet werden, sind die in den Hinterhalt gelockt werden und so weiter. Es ist viel, viel geredet worden. Und natürlich gab es zwischendrin auch schon Ideen, ob vielleicht die beiden gar nie gefunden werden. Ja, ich war mir immer relativ sicher und ich war relativ zuversichtlich, weil ich die Leute von der Kripo kannte und wusste, dass die gerade bei solchen Ausnahmefällen immer sehr, sehr, sehr intensiv arbeiten und auch eine wahnsinnige Aufklärungsquote hatten, gerade bei Kapitaldelikten. Und auch wenn nach außen nichts mehr gedrungen ist zu dem Zeitpunkt, die Soko hat natürlich extrem intensiv an dem ganzen Fall gearbeitet. Es war ja schließlich auch einer der Iren sozusagen, die ermordet wurden. Die wollten alles dran setzen, die beiden Täter zu kriegen und haben ja dann auch irgendwann Hinweise bekommen, haben diese beiden Verdächtigen dann auch observiert und ihre Telefone abgehört. Und so kam es dann Gott sei Dank irgendwann zu dem Ermittlungserfolg. Okay, und jetzt an dieser Stelle die spannende Frage. Welche heiße Spur brachte denn dann den Durchbruch? Es war ein Auto, eine warme Motorhaube, um genauer zu sein, eines silberfarbenen Mitsubishi Colt. Dieses Fahrzeug stand relativ nah an der Stelle, wo die Verfolgungsjagd ihren Anfang genommen hat. Und ungefähr so eine Viertelstunde nach der Tat hat eine Polizeistreife diesen silberfarbenen Mitsubishi da gesehen und die Schutzpolizeibeamten haben einfach mal die Motorhaube angefasst und festgestellt, dass die warm war, haben auch von unten nochmal hingefasst und kontrolliert und ja, damit war im Prinzip klar, dass dieser Wagen in einem engen zeitlichen Zusammenhang gefahren worden sein muss. Haben sich das Ding noch ein bisschen näher angeschaut, haben auch ins Innere geleuchtet, haben dabei festgestellt, dass das Auto wahnsinnig steril innen aussah, wahnsinnig sauber war, da war also nichts drin gelegen, gar nichts. Und besonders auffällig, die beiden Vordersitze waren mit so einer durchsichtigen Plastikfolie überzogen.
als ob jemand ja einfach keine Spuren hinterlassen möchte. Das war natürlich schon sehr verdächtig. Und die Beamten haben sich das auch notiert, haben es auch weitergegeben. Aber diese Spur blieb dann trotzdem eine Zeit lang liegen. Und muss aber ganz klar sagen, wenn es die nicht gegeben hätte, diese heiße Spur, diese warme Spur, diese warme Motorhaube, dann wäre es sehr schwierig geworden, die beiden Polizistenmörder zu überführen. Das sieht auch übrigens der ehemalige Kripo-Chef Klaus Beierl so. Ja, die wichtigste Spur war natürlich die Aufmerksamkeit der Kollegen der Schutzpolizei, der zuständigen PI Süd, die in der Nacht ein Fahrzeug festgestellt haben, ca. 200 Meter von dem Ort weg, wo die beiden Polizeibeamten das erste Mal kontrollieren wollten, mit warmem Motor. Und das ist natürlich immer tatrelevant. Allerdings war das Fahrzeug auf eine völlig unbeteiligte Person zugelassen und erst im Zuge der weiteren Ermittlungen und der entsprechenden Priorisierung konnten wir das Fahrzeug dann einem der Tatverdächtigen zuordnen. Ja, genau so war das. Man hat eine Fahrzeughalterabfrage gemacht, gleich in der Nacht noch. Das läuft immer über die Einsatzzentrale. Das haben auch die Streifenbeamten gleich gemacht. Aber dabei ist rausgekommen, dass dieses Auto einem völlig unbescholtenen Mann aus München gehört, der nirgendwo einen Eintrag hatte im Zentralregister oder sonst wo, keine Vorstrafe. Und auch deswegen ist diese Spur dann erstmal liegen geblieben. Später hat man dann rausgefunden, dass dieser Mann ein Verwandter des später dann verurteilten Rudolf Rybarczyk ist. Und der Rybarczyk hatte sich dieses Auto ausgeliehen zur Benutzung. Und als die Polizei dann auf diese Spur kam, da ist man natürlich auch dort in der Soko fast vom Stuhl gefallen, denn Rudolf Rybarczyk hat im Jahr 1975 in Augsburg schon einmal einen Polizeibeamten erschossen. Ja, und es war ja auch so, Holger, dass der Kripo eigentlich immer klar war, da müssen irgendwelche Schwerverbrecher dahinter stecken. Das war immer klar, wer nachts mit einer Kalaschnikow und so schwer bewaffnet sich im Wald rumtreibt, da muss was sein, auch der ganze Tatablauf. Es war ja eigentlich so, man wollte die Beamten wollten an diesem Kuhsee-Parkplatz, also Matthias Fied und seine Kollegin, die wollten ja da eigentlich nur zwei Männer kontrollieren, die mit einem Motorrad nachts da standen. Das war jetzt zunächst nichts, wo man davon ausgehen musste, es ist irgendwas ganz Schlimmes, das da dahinter stecken könnte, aber die Männer sind dann ja sofort geflüchtet, sind aufs Motorrad gesprungen, über dieses Hochablasswehr drüber, sind dann in Siebentischwald gefahren und dort eben kam es dann ja auch zu diesem Hinterhalt und da hat man eben diese ganze Kaltblütigkeit nochmal gesehen. Also Motorrad liegt am Boden, Streifenwagen kommt, die Beamten steigen aus, denken, sie müssen vielleicht jemandem jetzt helfen, erste Hilfe leisten und geraten dann sofort unter Beschuss. Erst eine Pistole und dann auch noch mit einer Kalaschnikow und es wurde so beschrieben, es klingt sehr brutal, aber es wurde als Hinrichtung beschrieben, weil dann eben auch nochmal, als der Beamte schon am Boden lag, mit einer Salve Kalaschnikow auf ihn gefeuert wurde. Also daraus war klar, es sind Schwerkriminelle. Wer es genau ist, war nicht klar, aber als man dann die Verknüpfung zu Rudolf Rybarczyk hatte, da war eigentlich klar, wer der Täter ist. Da ging es dann darum, das alles zu beweisen. Holger hat es gerade schon angesprochen, dieser Rudolf Rybarczyk hat schon ein schweres Verbrechen begangen in der Vergangenheit. Vielleicht könnt ihr mir diese beiden Männer noch mal etwas genauer beschreiben. Wer sind sie, wo kommen sie her, was haben die für einen Hintergrund? Es sind eben zwei Brüder, die ursprünglich aus Oberschlesien stammen, die Familie. Die unterschiedlichen Namen kommen daher, dass Raimund Meyer geheiratet hat und den Namen seiner Frau angenommen hatte. Und Rudolf Rybarczyk, das muss man ganz klar sagen, hat bereits als Jugendlicher und als Heranwachsender so eine Laufbahn als Berufskrimineller eingeschlagen. Er war dann 1975 mit einem Komplizen losgezogen, hat erst ein Auto gestohlen in einer Kfz-Werkstatt, in der er gearbeitet hatte zuvor. Ein BMW ist dann rausgefahren nach Landsberg und hat dort eine Kaserne überfallen, dem Wachtposten haben sie eine Pistole abgenommen und mit dieser Pistole, davon ist auszugehen, wollte man die Tankstelle an der Autobahnausfahrt Augsburg-Ost überfallen. Da ist den beiden aber das Benzin ausgegangen und in dem Moment kam eine Polizeistreife vorbei. Und ja, auch damals schon hat dann Rudolf Rybarczyk sofort das Feuer eröffnet aus dieser gestohlenen Pistole und damals den Polizeiobermeister Bernd-Dieter Kraus erschossen. Da gibt es heute auch noch einen Gedenkstein in der Nähe der Raststätte Ost. Das ist der Rudolf Rybarczyk und
sein Bruder, das ist eben bemerkenswert, Bartschik ist dann zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Und der andere hat eher so einen bürgerlichen Weg eingeschlagen. Er hat geheiratet, er hat auch eine Tochter bekommen. Und in dieser Zeit, in der sein Bruder im Gefängnis saß, hat er offensichtlich keine Straftaten begangen. Zumindest ist da überhaupt nichts bekannt, überhaupt nichts in den Akten zu finden. Er ist dann erst straffällig geworden, als sein Bruder aus der Haft entlassen worden ist. Also man kann sagen, der Bruder hatte einen denkbar schlechten Einfluss auf ihn. So würde ich das sagen. Es war auch der dominantere oder ist der dominantere von beiden ganz eindeutig und der aggressivere. Und ich habe es auch immer so gesehen, auch später, als man die beiden dann sozusagen im Prozess kennengelernt hatte, dass Bartschik seinen Bruder da auf die schiefe Bahn gebracht hat. Und wie war das Verhältnis unter den beiden Brüdern? Die beiden hatten ein sehr enges Verhältnis miteinander, haben sehr viel zusammen unternommen, auch spätestens nach der Haftentlassung von Rebartschik. Es gibt da so ein Zitat von Raimund Mayer, das da lautet, er liebt zuerst seinen Bruder und dann seine Frau und seine Tochter. Also das zeigt ja auch so ein bisschen, wie die Prioritäten verteilt sind. Auf der anderen Seite war der Rebartschik immer der dominantere von den beiden. Der hat auch später im Prozess dann einen sehr viel aggressiveren Eindruck gemacht und ein, der einfach den anderen so ein bisschen auch im Griff hatte, würde ich sagen. Ja, Rebartschik, vielleicht auch durch seine Vita, durch seine Biografie, der hat sehr früh angefangen, Verbrechen zu begehen. Im Knast in Straubing hat er dann mitgemacht an so einer Gefängnisrevolte. Da sind die Gefangenen aufs Dach hoch, haben da protestiert gegen die Bedingungen und so weiter. Und bei ihm ist auch so ein ganz klarer Hass auf den Staat und alle seine Institutionen zu spüren. Den hat er auch im Prozess dann immer wieder kundgetan. Und ich würde vorschlagen, wir hören mal ganz kurz, wie Walter Rubach, der Anwalt der Witwe von Matthias Fied, Rudolf Rebartschik, so als Mensch sieht. Also er machte auf mich den Eindruck eines an sich dummen Menschen, eines dreisten Menschen, eines Menschen, der allerdings auch schon möglicherweise wegen des Milieus, in dem er im Gefängnis gelebt hat, da war er über 20 Jahre schon in Straubing gewesen, dort sich, das habe ich auch mal so artikuliert, am wohlsten fühlen würde und fühlen könnte, weil er da so seinen sozialen Hintergrund wohl gefunden hatte. Ja, ein Mensch, der mit dieser Gesellschaft herzlich wenig zu tun haben wollte, der nur seinen Weg gehen wollte und den ich aber deshalb auch als besonders gefährlich empfand, weil er sich schon komischerweise, aber das ist wohl so, mit Versatzstücken der RAF-Ideologie befasst hat und die sich zu eigen gemacht hat und den Staat eben als Feind betrachtete, den es zu bekämpfen gilt. Und aus der Position heraus war es für ihn offensichtlich überhaupt kein Problem, nochmal einen Menschen, einen Polizisten zu ermorden. Ja, und er machte nicht den Eindruck, aber das ist natürlich immer Laienpsychologie, aber er machte nicht den Eindruck, als wenn es jemand wäre, der jemals wieder ein friedfertiges Mitglied dieser Gesellschaft werden würden können. Ja, die beiden sitzen ja auch hinter Gittern. Wie wichtig war denn damals der Fahndungserfolg, Holger? Immens wichtig natürlich. Das kann man sich vorstellen. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass das Sicherheitsgefühl in der Stadt schon ziemlich gelitten hatte. Man musste sich vorstellen, es sind offensichtlich zwei Schwerverbrecher auf der Flucht, die Kalaschnikow-Gewehre hatten. Man wusste nicht, hatten sie noch mehr Waffen gebunkert. Das waren schließlich Kriegswaffen. Das sind Schnellfeuergewehre, die normalerweise im Krieg zum Einsatz kommen. Die ganz offensichtlich die Kaltblütigkeit besaßen, auf Polizisten zu schießen und diese auch umzubringen. Ja, was ist diesen beiden Typen noch alles zuzutrauen? Ne? Weiß man ja nicht in dem Fall. Das war also extrem wichtig. Auch natürlich der Politik war es sehr wichtig. Das ist ganz klar. Die wollen auch nicht, dass das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung leidet. Das macht ja auch immer ein ungutes Gefühl insgesamt. Und das mag man in der Politik auch nicht. Das zeigt sich an so Kleinigkeiten wie beispielsweise, dass nach der Festnahme gleich zwei Minister nach Augsburg geeilt kamen. Die damalige Justizministerin Beate Merk und der
damals schon Innenminister gewesene Joachim Herrmann. Beide gekommen, um diesen Fahndungserfolg auch zu verkünden. Versuchen Politiker natürlich auch ein bisschen Kapital draus zu schlagen, auch solchen Dingen. Auch zu zeigen, schaut her, unsere bayerische Polizei funktioniert da. Ist auch Gott sei Dank so gewesen. Das war ja ganz interessant auch, das hat der Herr Bayerl, der damalige SOKO-Leiter, mir dann auch nochmal erzählt. Er hat gesagt, er hat ja vorher schon gesagt, den Druck macht man sich selber, und es war wohl tatsächlich auch so, er hat gesagt, da hat sich die Politik auch gar nicht groß eingemischt, er musste jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie Fragen beantworten. Er hat gesagt, sie konnten da sehr frei arbeiten. Sie wussten aber natürlich, dass trotzdem alle drauf schauen, und auch ein Aspekt, was für die SOKO schon auch was war, das merkt man, das war, was an ihren Nerven ein Stück weit gezehrt hatte, dass sie eben wussten, da sind zwei so gefährliche Leute draußen unterwegs. Und sie wussten ja auch, das, was die eigentlich in dieser Nacht machen wollten, das hatten sie nicht mehr tun können. Also man vermutet mal, man weiß, die hatten vorher schon Überfälle begangen, und man vermutet mal schwer, sie wollten wieder einen Überfall begehen. Jetzt hätte es ja auch sein können, die probieren es nochmal. Und das war dann auch so die Problematik, als man dann wusste, wer vermutlich dahinter steckt, als diese Autospur dann zum Rybarczyk auch geführt hatte. Da wusste man dann, wir müssen die jetzt observieren, wir müssen jetzt schauen, wie verhalten die sich, wo könnten die Verstecke haben, wo könnten sie irgendwas gebunkert haben, dass die das nicht direkt bei sich daheim liegen haben, war auch klar bei solchen in Anführungszeichen Profis. Und auch da war es immer so die Frage, wie lange observieren wir und wann schlagen wir zu? Weil einfach auch da immer so im Raum schwebte, ja, was, wenn die jetzt wieder was machen, was machen wir dann? Und dann wäre natürlich die Debatte auch losgegangen, ja, die Kripo wusste ja schon, wer da die Verdächtigen sind, und haben die aber nur 3 Wochen lang draußen rumspazieren müssen. Also das war immer so die Gratwanderung, die auch diese SOKO wohl sehr intensiv erlebt hat. Ja, Holger? Die Festnahme war ja dann auch sehr spektakulär, gerade bei Rybarczyk. Mit diesem Hintergrund wusste man, da geht man überhaupt kein Risiko ein. Er wurde dann von einem Sondereinsatzkommando wirklich mitten auf der Straße im Augsburger Stadtteil Lechhausen gestoppt mit seinem Auto und ja, rausgezogen an der Ampel sozusagen. Also war selber auch sehr überrascht, wie die Kripo-Leute da damals erzählt haben. Und wusste zunächst nicht, wie ihm geschieht. Also da haben die offenbar sehr, sehr akkurat gearbeitet und auch so unauffällig genug, dass eben selbst diese beiden Profi-Verbrecher nichts davon mitbekommen haben. Und so wurde eben Rybarczyk auf offener Straße von dem SEK gefasst und Raimund Meyer ist dann zu Hause festgenommen worden. Da kann man sich wirklich richtig vorstellen, wie groß die Erleichterung war, als die beiden Männer dann letztendlich in der Untersuchungshaft saßen. Der Fall schien ja jetzt damit oder war ja damit erstmal vorerst aufgeklärt, aber verurteilt waren die beiden Brüder natürlich noch nicht. Wie ging es dann weiter, Jörg? Also nach dieser Festnahme, die der Holger jetzt ja auch gerade beschrieben hat, war es natürlich auch für die SOKO noch nicht zu Ende für die Ermittler. Man musste dann ja immer noch schauen, welche Spuren hat man, welche Beweise kann man finden. Man konnte dann Waffen finden, die man auch dieser Tat zuordnen konnte, unter anderem Kalaschnikows. Man konnte dann Geld von Raubüberfällen finden. Also all das hat man gefunden und es war eben klar, man muss wirklich ganz viel auch wasserdicht machen, weil klar war, es wird ein Indizienprozess. Das war auch immer der Polizei bewusst. Das hat auch der Kripo-Chef, der Klaus Bayerl, uns jetzt nochmal so bestätigt. Also ehrlich gesagt hatten wir bei denen nie mit dem Geständnis gerechnet. Ein Berufsverbrecher ist das immer, zumal es ja ein Geständnis bei dieser Lage auch nichts bringt. Also es bleibt bei der Strafe lebenslänglich für Mord. Und da wird ihm das Geständnis jetzt auch nicht viel bringen. Und da hatten wir eigentlich nie mit gerechnet. Es ist, insofern hätten wir es gern gewusst, was hatten die vor. Man kann darüber spekulieren, bringt aber nichts, wenn man da irgendwelche Spekulationen. Sie haben ja schon mehrfach Geldtransportunternehmen überfallen, da sind sie auch für verurteilt worden. Ob in der Richtung was geplant, weil wir wissen es einfach nicht. Der ehemalige Kripo-Chef Klaus Bayerl hat gerade gesagt, ein Geständnis gab es nicht, war auch nicht zu erwarten, auch selbst im Prozess gab es kein Geständnis, oder? Nein, es gab erwartungsgemäß natürlich kein Geständnis von den beiden, wie es auch Bayerl gerade gesagt hat. Beide haben geschwiegen, auch in der Gerichtsverhandlung. Rudi Rybarczyk hat nicht mal Angaben zu seiner Person oder so gemacht. Wie sind die beiden in dem Prozess aufgetreten? Zwei Berufsverbrecher, eiskalt, so wie es scheint. Wie kamen die beiden rüber? Ganz, ganz unterschiedlich. Entsprechend so ein bisschen ihrem Naturell, würde ich sagen. Rudolf Rybarczyk, das ging schon beim Äußeren los. Rudolf Rybarczyk ist reingeführt worden in so einer blauen, groben Anstaltskleidung, direkt natürlich aus Untersuchungshaft vorgeführt. Er ist an Hand und war in Hand- und Fußfesseln.
Er hat von Anfang an, als er reingekommen ist, ganz unwirsch um sich geblickt, hat eiskalte Blicke in den Zuschauerraum geworfen, auch Richtung Staatsanwalt, in Richtung der Zuschauer. Er hat sich dann dahingesetzt, hat zuerst mal den Rücken dem Zuschauerraum zugekehrt, später hat er dann so rumgeguckt, hat irgendwas vor sich hin gemault, das also nicht genau verstanden hat, was er eigentlich sagt. Und er hat dann auch gleich am ersten Prozesstag den Staatsanwalt als Drecksack beschimpft und so. Er hat es also ordentlich krachen lassen. Es war schon ein bisschen beängstigend auch. Es treffen sich ja dann unweigerlich auch die Blicke. Wir saßen im Gerichtssaal ganz weit vorne an diesem ersten Prozesstag. Und ja, da konnte es einem schon kalt den Rücken runterlaufen, wenn man diesen Typen so gesehen hat. Raimund Meyer, sein Bruder hingegen, trat schon rein äußerlich ganz anders auf. Er hat den Sakko an, über dem T-Shirt. Er war sehr, sehr viel ruhiger. Er wirkte auf mich auch sehr viel angefasster. Also das hat man schon sofort gesehen. Der ist den Tränen nahe, schon beim Reinführen auch in den Gerichtssaal. Es gab dann ja auch so einen, ja, letztlich doch emotionalen Moment, als sich die beiden Brüder dann nach fast einem Jahr erstmals wieder gesehen haben. Vorher schon gesagt, die hatten ein sehr enges Verhältnis miteinander und saßen natürlich in getrennten Haftanstalten, logischerweise aus Sicherheitsgründen. Das macht man in solchen Fällen immer so. Und dann kam Raimund Meyer als Zweiter hinein in den Gerichtssaal und die beiden haben sich dann umarmt und diesen kurzen Moment haben die schwer bewaffneten Polizeibeamten, die beiden bewacht haben, auch zugelassen, diese kurze Umarmung. Und man hat relativ klar auch gesehen, dass Raimund Meyer da in dem Moment weinen musste. Und ja, das ist so eine Emotion, die man Rebarczyk irgendwie gar nicht zutraut, die auch nicht kam von ihm. Lass uns mal bitte bei Raimund Meyer bleiben, dem, wie du auch sagtest, der ruhigere, der vielleicht nicht ganz so viel Skrupellosigkeit in sich trägt wie sein Bruder, so wie es den Anschein macht. Er soll ja auch dann krank gewesen sein, beziehungsweise eine Krankheit hat eine Rolle gespielt während der Verhandlung. Ja, es war zu Beginn der Verhandlung dann schon klar, dass Raimund Meyer an Parkinson leidet. Das war so diagnostiziert. Da gab es zunächst auch mal keinen Zweifel dran, dass diese Krankheit bei ihm ausgebrochen ist. Die große Frage, die dann auch später in diesem Verfahren eine Rolle gespielt hat, war, wie ist denn sein aktueller Gesundheitszustand tatsächlich? Er hat in den ersten Tagen des Prozesses noch einen relativ guten Eindruck gemacht und das ist auch das, was aus der Untersuchungshaftzeit bekannt ist. Er wirkte da sehr fit, athletisch sogar. Ein Zeuge hat ihn mal als Modellathlet beschrieben. Er war ein sehr, sehr guter Tennisspieler. Er war ja auch Platzwart beim Tennisclub in Friedberg. Im Übrigen anscheinend einer der besten, den sie dort jemals hatten, zynischerweise. Also er war topfit. Er hat mit Gewichten trainiert im Gefängnis, mit großen Gewichten, wie man uns erzählt hat. Sehr muskulös, sehr, sehr athletisch und so war der erste Eindruck. Allerdings, im weiteren Verlauf des Verfahrens hatte man den Eindruck, dass er abbaut. Er wurde zittrig. Man hat dann auch gesehen, wie er an diesen Fesseln zunächst begonnen hat, mit den Händen so zu zittern. Er wirkte auch irgendwie gebrechlicher, teilweise ja wie so Schübe, hatte ich den Eindruck. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ein Gutachter ihm attestiert hat, er sei nicht mehr verhandlungsfähig. War natürlich für die Justiz ein Riesenproblem, denn ab diesem Moment, der Gutachter sagte unter anderem auch so Dinge wie, er könne sich auch kaum vorstellen, dass dieser schwerkranke Mann ein Motorrad gefahren haben könnte. Und da wurde es natürlich extrem problematisch, weil er auf einmal tatsächlich auf der Kippe stand, ob dieser Raimund Meyer überhaupt noch in Frage kommt als Täter. Zum einen mal so grundsätzlich, das hat der Gutachter so ein bisschen in Frage gestellt dadurch. Zum anderen aber auch eben ganz aktuell damals, kann gegen diesen Mann weiter ein Gerichtsprozess geführt werden. Und dann kam es ja auch tatsächlich dazu, dass der Prozess gegen Raimund Meyer geplatzt ist.
Der musste unterbrochen werden. Meyer wurde dann in ein Krankenhaus gebracht zur Beobachtung und nochmal zur genauen Abklärung, wie eigentlich wirklich sein Gesundheitszustand ist. Du hast von diesem Gutachter gerade berichtet, der Zweifel hatte, dass Meyer zum Beispiel das Motorrad selber steuern konnte. Es gab aber auch weitere Gutachten, die zu dem Schluss kamen, dass er sehr wohl verhandlungsfähig ist und diese Krankheit, wenn sie denn überhaupt existierte, noch nicht so schlimm sein könnte. Ja, also Zweifel an der Krankheit selber gab es tatsächlich dann nicht mehr. Wie gesagt, er wurde dann nach Haar gebracht bei München, in seine Klinik. Dort wurde er beobachtet, nochmal eingehend untersucht. Es gab ein neues Gutachten, ein aktuelles dann sozusagen. Dieser Gutachter sagte ganz klar, der ist auf jeden Fall verhandlungsfähig. Es gab noch andere Sachverständige, die dann auch gesagt haben, also natürlich konnte der ein Motorrad fahren. Gerade auch wegen seines athletischen Körperbaus zum Beispiel habe er auch solche möglichen Schwächen durch die Parkinson-Erkrankung ohne weiteres kompensieren können. Also es war so ein bisschen zwischendrin so auch eine Gutachterschlacht, die dann stattgefunden hat, was für das Gericht und die Augsburger Justiz sehr, sehr wichtig war. Denn im allerschlimmsten Fall hätte man dazu kommen müssen, die Anklage gegen Raimund Meyer fallen zu lassen, wenn es wirklich so gewichtige medizinische Gründe gegeben hätte. Das Ganze muss man auch noch sagen, es ist natürlich extrem schwierig, eine fortschreitende Krankheit wie Parkinson, die ja immer schlimmer wird, dann in der Retrospektive überhaupt beurteilen zu können. Also man hätte ja sagen müssen, wie ging es diesem Mann vor einem Jahr, wenn es ihm jetzt so geht, extrem knifflig, extrem schwierig. Da kam es dann auch an auf Aussagen von JVA-Beamten, die eben Meyer beim Trainieren beobachtet haben und wie er da schon noch sehr fit wirkt und am Ende ist es dann dabei geblieben. Der Prozess ist geplatzt, ist dann später neu aufgerollt worden gegen Meyer. Aber diese ganze, Show ist ein hartes Wort, weil man nicht weiß, ob er es gespielt hat oder ob es ihm eben wirklich so schlecht ging. Jedenfalls hat dieser ganze Vorfall dazu geführt, dass die Witwe von Matthias Fied stark belastet wurde. Natürlich die Vorstellung, dass einer der beiden Angeklagten, einer der beiden mutmaßlichen Mörder ihres Mannes davonkommen könnte wegen so einer Krankheit, war natürlich unerträglich für sie. Das kann ich mir vorstellen. Du hast auch darüber mit Herrn Rubach nochmal gesprochen. Da hören wir auch nochmal rein. Gut, sie hat sicherlich darauf vertraut, dass die Justiz das alles schon wird regeln können. Aber natürlich war das eine große Frage. Ja, was passiert jetzt? Ja, das sind ja Tage und Wochen der Ungewissheit gewesen, bis sich das wieder so geregelt hat, dass das Verfahren fortgesetzt werden konnte. Es musste ja zunächst mal unterbrochen werden, abgetrennt werden und dann wieder ging es weiter. Das war schon ein Zeichen oder eine Zeit der Ungewissheit. Aber insgesamt ist Frau Fied bei ihrer Linie geblieben. Das muss in Ruhe abgehandelt werden und hoffentlich ist es bald vorbei. Es war dann auch irgendwann vorbei. Beide Brüder werden wegen Mordes verurteilt. Die Frage, die jetzt natürlich viele beschäftigt und vor allem auch die Angehörigen natürlich des getöteten Matthias Fied und auch die Beamtin selbst, die damals schwer verletzt wurde, die Frage ist, wann werden denn die beiden wieder freikommen? Auch da muss man, glaube ich, einen kleinen Unterschied machen. Rybarczyk als doppelter Polizistenmörder hat ja neben dieser Verurteilung wegen Mordes, lebenslanger Haft und der besonderen Schwere der Schuld auch noch Sicherungsverwahrung bekommen. Ich denke, nach menschlichem Ermessen wird er das Gefängnis nie wieder verlassen. Ich kann mir kaum einen Grund, eine Bedingung vorstellen, unter denen Gutachter oder sonst jemand sagen könnten, der Mann darf wieder in Freiheit kommen. Er ist einfach ein durch und durch vom Verbrechen bestimmter Mensch, der Zeit seines Lebens nie was anderes gemacht hat. Bei seinem Bruder Raimund Meyer liegt der Fall ein klein wenig anders. Er hat zwar natürlich auch eine lebenslange Haftstrafe aufgebrummt bekommen, auch mit besonderer Schwere der Schuld, was angesichts des grausamen Verbrechens auch nur denklogisch ist. Aber er hat keine Sicherungsverwahrung bekommen. Das bedeutet, da ist eben ein kleiner, feiner juristischer Unterschied. Und bei ihm würde ich es jetzt nicht völlig für ausgeschlossen halten, dass er einfach mal so eine Zahl, nach 25 Jahren vielleicht freikommen könnte.
Das wird bei ihm nach meiner Einschätzung auch stark von dem Gesundheitszustand abhängen, über den wir jetzt länger gesprochen haben. Wenn er irgendwann mal so einen starken Parkinson entwickelt hat, dass er möglicherweise fast schon Pflegefall ist oder so, dann hat die Justiz natürlich auch weniger Grund, diesen Mann noch hinter Gittern zu halten, wenn von ihm auch keine Gefahr mehr ausgehen kann. Ist eigentlich bekannt, wie es ihm aktuell geht? Weiß man da was? Ich habe vor wenigen Wochen zuletzt mal telefoniert und versucht, da was rauszufinden, was nicht ganz einfach ist. Da geht es ja auch dann um Schutz der Persönlichkeit und die Gefängnisanstalten sind da auch gehalten, nichts nach außen dringen zu lassen. Das ist ganz normal. Nach meinen Informationen geht es ihm nicht schlecht. Also es ist nicht so, dass er da schon irgendwie vor sich hinsieht im Gefängnis. Die Parkinson-Krankheit geht leicht voran, aber ja, es ist eigentlich noch alles soweit in Ordnung. Okay, juristisch ist der Polizistenmord von Augsburg abgeschlossen. Die Urteile gegen die beiden Brüder sind rechtskräftig. Bloß, wie sieht es mit den Angehörigen aus und auch mit den Kollegen? Die Wunden werden wahrscheinlich lange Zeit nicht verheilen, wenn sie überhaupt jemals verheilen werden. Wisst ihr denn, wie es der Kollegin von Matthias Vieh zum Beispiel geht? Sie ist meines Wissens nach wie vor Beamtin. In den ersten Jahren nach dem Mord, nach dem Schussgefecht ging es ihr natürlich nicht gut. Das kann man sich lebhaft vorstellen. Sie konnte auch nicht mehr als Streifenpolizistin arbeiten. Das Trauma war dafür zu groß. Aber auch da ist es so, ihre Anwältin Marion Zech sagt, sie hat das ganz gut verarbeitet. Auch da wollen wir natürlich nicht zu nahe ran. Die Frau hat alles Recht, in Ruhe gelassen zu werden nach dem Schrecklichen, was ihr passiert ist. Sie hat meines Wissens nach geheiratet und ist auch Mutter geworden. Und ihr geht es den Umständen entsprechend eigentlich ganz gut. Es war bei ihr ja so, das kann man schon auch sagen, es gab Einzelne ja in der Polizeiinspektion von Matthias Fied, die eben dann danach zwar bei der Polizei schon bleiben wollten, aber die genau diese Tätigkeit, also Streifenfahrten nachts, nicht mehr ausüben konnten. Die meisten haben schon gesagt, wir gehen jetzt wieder raus. Es ist unser Job, auf die Menschen aufzupassen. Es ist unser Job, Streife zu fahren, auch nachts, auch in der Dunkelheit. Ein paar Einzelne gab es eben, die das so nicht mehr konnten, die einfach quasi, und das muss man sich ja auch vorstellen, wenn ich so eine Situation erlebt habe, im Nebel, in der Dunkelheit, Beschuss, Kriegswaffen, also man kann sich's, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man so unter Beschuss gerät und wenn man sowas erlebt, dass man diese Situation so nicht mehr aushalten kann, dass diese Situation so einem nicht mehr begegnen sollte, das kann man sich, glaube ich, schon auch vorstellen. Das hatte der Holger ja auch mitverfolgt. Es gab dann ja auch noch einen Zivilprozess im Nachgang. Da sind die beiden Brüder, die beiden Täter zu Schmerzensgeld verurteilt worden, die sie zahlen sollen, wenn sie es jemals können, der Beamtin. Und auch da wurde schon attestiert, dass es natürlich ein traumatisches Erlebnis war, das einen vermutlich zeitlebens nicht mehr loslässt. Jetzt sind es ja dann, ist der Mord ja gut 10 Jahre her. Hat sich ja gejährt am 28. Oktober. Und auch das war jetzt nochmal so ein Zeitpunkt für viele, glaube ich, auch Kollegen von damals nochmal innezuhalten und auch nochmal dran zu denken. Es gibt ja da im Wald am Tatort, direkt an diesem Waldweg, wo es passiert ist, da wurde nach der Tat dann einige Zeit später ein Gedenkstein aufgestellt, so ein großer Findling, auch mit einer Tafel dran, wo Freunde und Kollegen eben an ihn erinnern. Es steht da drauf, Matze, so haben sie ihn genannt, wir werden dich nie vergessen. Und auch zum 10. Jahrestag war das natürlich nochmal ein Ort, wo viele einfach nochmal hin sind, um sich da nochmal auch ein Stück weit auch nochmal damit auseinanderzusetzen. Es gab auch nochmal ein offizielles Gedenken. Der Innenminister kam auch dazu. Und dieser Stein, der scheint schon auch für viele, die zu ihm ein engeres Verhältnis haben, wichtig zu sein, da ab und zu mal wieder hinzuschauen. Auch der Bernd Weizmann, der ja auch damals eben schon ein Vorgesetzter war, hat ja vorher auch schon was dazu gesagt. Auch der war öfter an diesem Stein. Vergessen kann man sowas nie. Verarbeiten ja, für mich gesprochen,
verarbeitet ja, vergessen nie. So glaube ich auch, dass es den vielen anderen Kolleginnen und Kollegen auch gegangen ist. Eine sehr individuelle Aufarbeitungszeit. Ja, ich habe noch Kontakt zu den alten Kollegen, natürlich. Es ist auch immer wieder mal dann das Thema Matthias Fied, diese Nacht, diese Tage, diese Wochen danach Thema, aber auch als Thema, wo man vernünftig ein Gespräch führen kann und die Trauer und das Leid nicht mehr im Vordergrund steht. Und nur für mich, es ist ja gut, dass der Mensch oder dass ich das auch verarbeiten kann und dann drüber reden kann, ohne dass ich sage, das belastet mich schwer. Und ich glaube auch, dass es viele Kolleginnen und Kollegen so geht. Dieser Gedenkstein, den kenne ich auch. Da komme ich immer auf meiner Joggingrunde vorbei und ich beobachte, dass da wirklich auch, also jeder, der dran vorbeikommt, Spaziergänger, auch Fahrradfahrer steigen ab, die bleiben vor dem Stein stehen und verharren und sehen sich die Inschrift da auch an. Jetzt haben wir über die Kollegen gesprochen, wie die das Ganze verarbeitet haben. Wie ist es eigentlich mit der Familie von Matthias Fied? Die beiden Söhne waren damals 13 und 17 Jahre alt von ihm, als es passierte. Was ich ganz bemerkenswert finde, ist, dass einer der Söhne des ermordeten Polizisten genauso wie sein Vater auch den Beruf des Polizeibeamten ergriffen hat, Holger. Ja, das ist richtig. Tatsächlich eine sehr bemerkenswerte Entscheidung. Wir haben letztlich mit der Familie nicht mehr darüber gesprochen, ganz bewusst auch, weil wir sie in Ruhe lassen wollten. Wir fanden, sie hat ein Anrecht drauf, dass man da nicht weiter so rumstochert. Aber ja, das ist natürlich schon eine bemerkenswerte Entscheidung, wenn ein Sohn dann nach so einem schrecklichen Vorfall denselben Beruf wie sein Vater ergreift. Was ihn letztlich genau dazu motiviert hat, können wir eben nicht sagen. Wir haben nicht mehr drüber gesprochen. Ja, Holger und Jörg, vielen Dank für eure Schilderungen. Ich denke mal, der Polizistenmord, der ist ein Fall, der im Gedächtnis der Augsburger bleiben wird. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben diese Folge unseres Podcasts mit Interesse verfolgt und Sie können uns gerne Ihre Meinung schreiben oder Anregungen, Tipps, was Sie möchten an podcast@augsburger-allgemeine.de. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Ich sage Danke an euch beiden und tschüss. Das war Hinter schwäbischen Gardinen. Euer Podcast für die spektakulärsten Kriminalfälle der Region. Redaktion und Planung: Ina Marx, Holger Sabinski-Wolf, Jörg Heinzle und Axel Hechelmann.